So, meine Lieben, heute begrüße ich euch im Sinne einer neuen Runde von LS. Ich habe mich erbarmt, dem Ben zu helfen, weil der Bub ist aufgeschmissen. Der muss hier den Wald allein aufräumen, Ja, nee, ansonsten. ist klar. Ja, ist doch so. Das, was wir hier letzt angezettelt haben, das hat er mir einen Hänger hergefahren. Fantastisch. So, dann wollen wir mal gucken. Ich mit meinen nicht vorhandenen LS-Künsten. Na dann, setz mich mal wieder. Wer es gesehen hat, wer sich die letzten Folgen LS angeguckt hat, ja, da war ich auch mit dem Skorpion unterwegs. Ein Skorpion. Ja, so heißt er doch, der Kollege, oder nicht? Ja. Scorpion King. Ja, so, ich muss immer erst starten. Und eines hoffe ich auch, dass mein Lenkrad das machen möchte, was ich will. Hier aber was anderes, Ben. Ja. Du hattest gesagt, das letzte Mal, ich bin da irgendwie komplett aus der Materie raus. Man kann nur die Fichtebäume mit dem Skorpion machen. Ja, alle, die hier so aussehen, nur Ja, solche genau. zum Beispiel, solche hier, wo ich jetzt gerade bin, Ja. die kann man nicht machen, die lassen wir auch stehen. Ach, die lässt sie. Auch der hier jetzt hinter mir an der Ecke ist ja auch keine Fichte, oder? Genau, das bleibt alles stehe. Das sieht aber dann auch ein bisschen kacke aus, weißt du, wenn man das ganze Feld Ja, abmache und ich dann steht hier weiß, so und da so und. vielleicht kommt es ja weg, nur nicht jetzt. Wann machen wir die Stümpfe weg? Bei Gelegenheit. Letztendlich ist das auch nochmal ein Knochentop. So, jetzt muss ich erstmal wieder in die Innenansicht. Nee, Innenansicht ist kacke. Anschalten. So, und warum dreht sich jetzt bei mir wieder nichts? Genau, was sollen sich drehen? Meine Maus, dass die Sicht sich ändert. Ich bin von der Innenansicht. Warte mal. Ach, jetzt. Hä? Ach, ich kann noch extra bei dem Innenansicht. Das hab ich gar nicht. Und jetzt bin ich vorne an dem. Ach so. Jetzt habe ich es geschnackelt. Ja, da gibt's vorne noch mal diesen extra Arm. Ja, das habe ich. Ne, ich habe eben gedacht, warum sehe ich dann jetzt nichts? Weil habe ich am Arm gehangen. Naja. Warte mal. Es dauert halt alles ein bisschen. Außerdem ist die Mutti nicht die jüngste, gell? Da. Ich hab's wieder nicht raus. Ich muss erst wieder ein paar Mal ansetzen. Eben habe ich schon, glaube ich, geschnappt. Ja, kann ich noch ein bisschen runter? Ja, dann machst du die gerade in am besten in Meterstücke da rein. Das geht eigentlich relativ gut und fix und schnell. Gut, Und wenn du das dann. sagst. Wenn ich den erste Mal hab, so wie ich ihn jetzt abgekappt habe, und zieh mir den dann raus zu diesem. Ehrenzocker. Genau, zu unserem Freund Jens. Dann kriege ich das auch wieder hinter komplett. Aber ich muss erst wieder Richtung kriegen. Ich habe diese Zeit lang ja bei mir anfänglich dem 17er auf der Goldcrest Valley nur so gemacht. Aber man muss es erst mal wieder hinten bekommen. Vor allem, wenn man nicht dauerhaft hier Bäume vor der Nase hätte. Oh, das Ah ja, nervt. musste Fälle. Ja, das sind da die, vor mir der Nase hänge hier, wo ich nicht fällen darf, mein Freund. Schachst du die um, ist mir egal. Räumst du dann später fort.
So, erste Mal. Muss ja genau. Gleich haben wir 700.000 Euro und jetzt. Was und jetzt? Haben wir 700.000. Bist du am Kompost? Ja, ja, ich verkaufe gerade Kompost. Die letzte Fuhre. 741.000. Genau 500 Euro noch. Wieso kann ich denn den Arm jetzt? Ach so, doch. Bei der Ausfahren kann ich nicht, aber ich kann. Ich müsste eigentlich genau im Gefälle, also drüber sein. 1 Meter hast du gesagt, ne? Ja, halt je nachdem, wie es passt. Ach, mal gucken mal. Entweder hopp oder top. Ab geht's. Jawohl. Gleich daneben, hä? Ne, direkt aufs Band. Direkt Weise. Aufs Band. Es dauert zwar bei mir ein bisschen, dass ich das so... Ne? Aber wenn's passt, passt's. Ich muss die Stoppe fräs. Und er tut genau auch in der Hänger. Sehr schön. Alles klar. Zu zweit ist es halt schon ein bisschen langwierig und ist auch eine ruhige Runde LS, muss man auch dazu sagen. Aber auch das muss immer sein. Es ist entspannt. Entspannt? Ja, wir machen eine entspannte Runde. Ich habe mir letzt sagen lassen, man muss ja auch immer dazu sagen, also LS, dieser Landwirtschaftssimulator, ist ja kein Spiel, was jedem gefällt. Ne? Das ist ja schon etwas spezieller. Muss man ja mal dazu sagen. Ich finde es halt einfach so. Und ich finde halt auch, wenn man nicht wirklich ein LS-Spieler ist, der mit Herzblut an der Sache dran ist, der versteht auch komplett die komplette Materie nicht. Ne? Der spielt, also das merkt man, man merkt es ja hier im TS, du hast bestimmte Spieler, die definitiv immer LS spielen. Und dann gibt es welche, die sich dafür auf einmal interessieren und mitspielen wollen und sagen, ja, ich hol mal das mal, können wir ja machen. Die spielen das auch mal, aber das ist halt nicht wirklich wie sie, naja... Die machen auch unter Umständen mal mehr Blödsinn auf der Map, weil denen das so, wie es eigentlich sein soll, zu langweilig wird. So. Jetzt muss ich erst mich wieder konzentrieren, damit ich hier ansetzen kann. Und klar, wenn dann halt auch ein Video entsteht von LS und es guckt sich jemand an, der sich halt nicht so für das Spiel interessiert, ja, wirkt es unter Umständen auch sehr einschläfernd. Muss ich ja sagen. Aber die ist ja auch nicht so schlecht oder so schlimm. Zack, ich hab'n. Super, das hat ja geklappt. Weil manche Menschen leiden unter Schlafproblemen, dann sollten sie sich halt ein Video, ein Let's Play vom Linus sich reinziehen und das Schlafproblem ist beseitigt. Man muss ja alles irgendwo von der positiven Seite sehen. An dieser Stelle sei gegrüßt, Gigi, wenn du wieder mal reinschaust, ne? Du weißt Bescheid, auf was es bezogen war mit Einschläfernd. Aber ich danke dir trotzdem, dass du reinschaust. Hilfe! So. Jetzt muss die... Ich glaube, ich stehe scheiße. So wird es nichts. Ich muss noch ein bisschen darüber. Mein Freund der Baum, komm mit mir. Wir fahren jetzt dahin. So.
Noch ein Stück zurück. Ei, ich hab das aber nicht so ganz raus, muss ich sagen. Nee, worauf ich hinaus will. Anderen gucken Videos, wo halt Geballer stattfindet und mehr Action ist. Und bei zwei Leuten auf LS-Map ist es halt schon ruhig. Ist eine Entspannungsrunde, Ben, da hast du schon völlig recht. Aber was liegt denn sonst noch in nächster Zeit an oder was läuft denn parallel momentan hier auf der Map an sich? Musste ich umgucken. Das ist nicht sehr gut jetzt, dass ich mich umgucke, wenn ich am Holzsäge bin. Ne? Ey, Annika, was, eben ist abgehakt gewesen. Echt? Jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, wie soll ich jetzt mich umgucken, wenn ich am Holzsäge bin? Das ist ein bisschen ungünstig. Hallo? Aber vielleicht als kleiner Anreiz, wenn mal wieder das nächste Video, dass ich mir das überlege, ob ich mit dazu komme. Och, keine Ahnung, ob es mal eine Session gibt mit Ballepresse oder ob ihr dann mal Weizen abmacht oder ich weiß ja nicht. Ich bin hier kein Chef. Ich wende mich an den Chef und der Chef sagt zu mir, musst dich umgucken. Fantastisch. Ach. Chef stimmt ja gar nicht. Doch, 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 doch. Das stimmt sehr wohl. Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Ja, Schätzelein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch an deinen Nachbar. Keine Ahnung, die Scheiße krieg ich hier nicht weg. Vom Acker? Nee, hier, das, den hier. Ich seh nix. Bin hier schwer beschäftigt. Oh, der andere Fendt ist voll mit Hackschnitzel, okay. So, oder der Annika, du musst dann. Achso, ja. Wenn du wieder einen Baum hast, muss ich kurz gedulden, bis ich wieder da bin. Kein Problem. Ich muss ja erstmal. Den Baum habe ich zwar schon, aber ich muss ja erstmal hinfahren. Ist echt ein weiter Weg, gell? Naja, für mich sind alle Wege weit, weil ich muss ja auch mit dem Baum ein bisschen jonglieren und ja. Ist nicht so einfach. Guck, da ist er schon wieder störrisch. Oder ich bin einfach zu doof. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich glaube, es trifft eher das zweite zu. Aber das macht nichts.